Liebe YouTube-Freunde, heute werde ich ausgefragt, das Verhör, sage ich mal, von Roland Tichy mit seinem wirklich interessanten Zeitungen und Social-Media-Kanälen Tichys Einblick. Mittlerweile am Kiosk doppelt so viel frequentiert wie die Wirtschaftswoche. Also das ist echt eine Leistung. Und ja, unbequem. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch. Meine These heute, der sogenannte Credit Crunch, das heißt die verfallende Verfügbarkeit von Krediten und die Bankenpleite schlägt enorme Welle und garantiert förmlich die Rezession. Der Ball ist bei Ihnen, Herr Tichy. Ja, gut. Was ist los? Ich meine, wir hatten ja 2, 3 Pleiten, Silicon Valley, New York, dann Credit Suisse. Credit Suisse ist ja schon ein dickes Ding, oder? Ja, klar. 723 Milliarden Bilanzsumme bei einer Börsenkapitalisierung aktuell von 3 Milliarden sagt, Krise, Chaos pur, ja, tot. Also wenn man jetzt vorsichtig ist, würde man sagen, naja, das fängt ja so weit weg an mit der Silicon Valley, ist schon groß gewesen, aber auch nicht gigantisch. Fehler, Entscheidungen, woke Finanzcontrollerin, die lieber Diversität und sowas gemacht hat, lieber Quote gemacht hat statt Kompetenz. Okay, eingrenzbares Risiko und plötzlich diese riesige Credit Suisse. Ist es ein systemischer Fehler oder wieder Murks von einzelnen Managern? Also Credit Suisse galt früher zu meiner Zeit in der Wall Street als Analyst als absolut erste Adresse. Credit Suisse First Boston hieß das. Das Credit Suisse Problem ist ähnlich hausgemacht wie das der Deutschen Bank. 2 Jahrzehnte aus meiner Sicht, nur meine Meinung, desaströses Fehlmanagement, keine richtige Fokussierung, Hü und Hot und vor allem kein Blick auf Kosten und Eigenkapitalrenditen bei einer Risikobegrenzung. Also da, aber das heißt ja nicht, dass es den, dass alle anderen Banken ähnlich unfähig sind oder waren. Ich suche im deutschen und im europäischen Kurszettel suche ich immer noch einer JP Morgan-artigen Qualität, 12-13% Eigenkapital. Vor einem Jahr schon genau auf diese Problematik hingewiesen, wenn die Zinsen so hoch gehen, dann werden etliche den Preis zahlen. Und Warren Buffett sagte von sich aus, haltet mal lieber euer Pulver trocken, seid konservativ 1,5 Jahre, bis sich das ausgestanden hat. Also viele hochintelligente, erfolgreiche Unternehmer und auch hohe Angestellte hatten das frühzeitig bekannt gegeben. Und jetzt fehlt natürlich in dem öffentlichen Bewusstsein die Tragweite. So, aber jetzt einmal der Reihe nach. Eine Zeit lang hieß es ja, die Zinsen steigen, gut für die Banken, es gibt wieder Zinsgeschäfte. Also das genau. Einfachste Geschäft schlechthin, die 363-Regel. Ja, natürlich. Geld für 3% reinnehmen, für 6% verleihen und für um 3 Uhr am Golfplatz sein. Ja, also, da haben wir ja geglaubt, es geht jetzt wieder. Genau. Deswegen sind die Bankaktien gestiegen, 363-Regel. Genau. Und plötzlich sagt man, Moment. Die Regel stimmt nicht mehr. Warum stimmt sie nicht mehr? Ja, sie stimmt nicht, weil man in 15, 16 Jahren von geringen Zinsen und teils Negativzinsen etwas faul und bequem wurde im Denken, auch im Risikomanagement. Man dachte, das läuft ewig so weiter, also klassische Rezens- und Demenzfehler. Und dann hat man halt auch wie die Commerzbank fleißig in italienische Staatsanleihen investiert. Auch 1-2% ist doch super, wenn ich für 0 mein Geld bekomme. Leider rentieren die momentan Richtung 3-4%. Auch da stecken schon massivste Verluste in den Bilanzen. Also durch die Abwertung der Anleihen. Ja, natürlich. Warum muss ich die eigentlich jetzt abwerten? Ich meine, früher hat man ein strenges Niederswertprinzip gehabt, da wird es nicht passiert. Natürlich, die Bilanzierung, das weiß der Markus, der diese Risiko, Markus Kralle, dieses System zum erheblichen Teil entwickelt hat, weiß es viel besser. Die Mark-to-Market-Regel ist abgeschafft worden. Das heißt, in meiner Bilanz stehen offiziell, sagen wir mal, 1 Billion. Aber wenn ich die morgen verkaufe, ist es halt nur 0,5 Milliarde. Und leider ist mein Eigenkapital nur 50 Millionen. Also ich habe 10-mal so viele Verluste auf den Büchern teilweise wie mein Eigenkapital. Das ist eine Harakiri-Situation.
Und das ist vielen Investoren bewusst, deswegen gab es schon den Bankrun nicht nur auf die drei US-Banken, die pleite gegangen sind, und auch die First Republic Bank, die jetzt wahrscheinlich von JP Morgan übernommen wird, auch eine Bilanzsumme von 81 Milliarden. Man hat so ein 700 Milliarden Problem in den USA, direktes nur. Mhm. Man hat ein 700 Milliarden Problem mit der Credit Suisse. Und meines Erachtens ist das wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, die Jungs und natürlich die Girls auch, die haben da Papiere auf dem Buch. Ja, dann musst du zwei Drittel weggeben. Also je nachdem. Also einige werden es auch etwas besser gemacht haben. Mhm. Aber wenn ich ein Finanzvorstand einer Bank bin und sehe, dass meine Anlagen falsch liegen, schlecht liegen, dann habe ich einen Punkt, wo ich sage, 10% meines Kapitals ist gefährdet, die werden allesamt verscheuert. Mhm. Wenn aber wir in einem System leben, in dem ich die nicht mal richtig bilanzieren muss und hier so ein Free Lunch habe und pleite gehen kann ich sowieso nicht so richtig, weil meine Einleger sind geschützt durch den Staat, durch die Zentralbanken, dann neige ich dazu, etwas lapidar mit dem Kapital und dem Risikomanagement umzugehen. Und das hat sich wahrscheinlich in vielen, vielen, vielen Banken, also mindestens 20% der Banken in den USA und einer höheren Summe in Europa, das ist so eingeflossen, ja, das ist so eingeschlichen. Ja, aber so ist ganz überraschend kann es ja nicht sein. Also, dass die Zentralbanken die Zinsen irgendwann erhöhen, war klar. Mhm. Sie haben es getan, sie haben es ohnehin langsam getan. Das haben sie nicht gigantischer, sondern sie haben sie sehr vorsichtig, ganz wie die Taube, ja, in kleinen Schrittchen und dazwischen ein bisschen Dreck abgelassen. Dann hätte ich ja meine Bewertung eigentlich langsam nachziehen können. Natürlich. Und hätte mich orientieren können, oh verdammt, das wird ja ungemütlich. Richtig, ich könnte verkaufen oder ich könnte mich sehr schnell über sogenannte Futures oder andere Produkte, Optionen absichern. Da fiel mir auf das Zitat direkt aus der Credit Suisse. Wir haben gravierende materielle Faktoren in unserer eigenen Bilanz erkannt. Das heißt, die haben so geringen Überblick über das, was sie da überhaupt drin haben. Die sind so unfokussiert in den wesentlichen Aspekten des Kapitalmanagements. Und das werden andere auch sein. Warum denn immer diese Ausnahme, immer dieses Fingerzeigen auf so drei, vier Institute? Man macht hier gute Miene zu einem durchaus perfiden Spiel. Ja gut, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Und das möchte ich mal wirklich fragen. Die Europäische Zentralbank hat ja die Zinsenprobleme. Nur größer. Ja, sie hat ja wahrscheinlich 8 Milliarden oder irgendwie so eine Dimension. Also die Peanuts, die lassen wir jetzt mal einfach weg. Ja. Die haben ja ein riesiges Anleihevolumen griechischer, italienischer, also die ganzen guten Sachen haben die da drin, erhöhen jetzt die Zinsen und schießen sich dabei lustigerweise selber ins Bein. Richtig, und in entsprechenden Ländern auch. Es geht halt nicht anders bei einer sehr, nachhaltigen und störrischen Inflation, die eindeutig das Produkt ist von 15 Jahren hoher Zinsen. Und die EZB im Gegensatz zur amerikanischen Zentralbank haben eine ähnliche Bilanz, eine Summe. Die Amis sagen offen, ja, wir liegen so 600, 700 Milliarden schief. Und die Europäische Zentralbank sagt, naja, wir haben gerade einen kleinen Verlust gemacht von 1,6 Milliarden. Also das ist schon eine extreme Verschönerung, wenn ein frei wirtschaftendes Unternehmen so bilanzieren würde wie unsere Zentralbanken oder wie unsere Banken insgesamt, dann wäre eine ordentliche Haftstrafe angesagt. Nun ist ja der Unterschied, so leicht geht die EZB oder die Zentralbank nicht pleite. Die Frage ist, kann die jemals pleite gehen, steht der Staat dahinter. Aber trotzdem, was passiert jetzt, wenn die EZB und natürlich auch die Fed, aber bleiben wir zu Hause in Frankfurt, wenn diese Glastürme sich plötzlich dunkel färben? Ja, es ist ja nur die gesamte Geldmenge, die jetzt geschaffen wird. Die US-Zentralbank hatte durch diese höheren Zinsen und weil sie nicht mehr Anleihen kauft, ihre Bilanz
ungefähr um 500 Milliarden reduziert. Das war ein guter Schritt. Und wird viel mehr Geld ausgeben, mittlerweile schon 360 Milliarden, um für diverse Banken über Wasser zu halten und den Einlegern ihr Geld zu geben. Über die FDIC, diese Versicherungsorganisation der amerikanischen Banken. Ergo, der nächste Schritt ist, die Geldmenge wird noch abstruser steigen durch diese Finanzkrise. Und das bedeutet natürlich glasklare Geldentwertung gegenüber gewissen Sachwerten. Desto mehr Geld produziert wird, die Sachwerte sind relativ konstant, müssten die überproportional, nicht alle, im Wert steigen. Ja? Das Infektionsrisiko finde ich noch viel ernsthafter. Darüber wird meines Erachtens nicht genug im deutschsprachigen Bereich kommentiert. Wie will man denn noch einen Kreditsyndizieren, also mit verschiedenen Banken organisieren, die sich selber nicht ganz trauen? Einige sind ganz schwach, einige sind etwas stärker. 1 Billion Markt. Der Schrottanleihenmarkt weltweit, 6 Billionen. Will man den auch retten? Alleinkredite nur in den USA, in Geschäftsimmobilien, das liegt bei 162 Milliarden, ist aber eine Leerstandsquote von 20%. Und jetzt kommt der absolute Hammer für mich. Wenn man sich mal die private Verschuldung anschaut, in Skandinavien, in der Schweiz, in anderen europäischen Ländern, zur Wirtschaftsleistung, da sind Zahlen über 200% nicht selten, aber leider sind schwedische Immobilien um 20% eingebrochen. Leider in San Mateo, Silicon Valley um ca. 30% schon eingebrochen. Da ist Nachschusspflicht gefragt. Das heißt, wir haben wieder wie 2008 oder vor 2008 das Phänomen, dass der Immobilienmarkt einbricht oder schon eingebrochen ist. Ja. Und wie eine Kettenreaktion jetzt jeder sagt, hätten Sie gern die heiße Kartoffel? Oder hätte ich noch besser? Hier sind 40 Leute gerade in so einem moderaten Studio und alle wollen gleichzeitig zur Tür raus. Auch blöd. Das schaffen nicht immer alle, einige wenige vielleicht. Und was mir natürlich in dem ganzen Diskurs, auch im englischen Diskurs, etwas fehlt, ist, dass man sich nicht richtig beschäftigt mit diesen großen Zahlen, ob es der Schrottanleihenmarkt ist, ob es der Anleihenmarkt ist, wie will ich denn alle Einlagen bei den Banken retten? Das sind 20 Billionen, das ist ungefähr 8-mal die amerikanische Wirtschaftsleistung oder grob 28-mal die deutsche Wirtschaft. Die Dimensionen werden nicht verstanden. Das muss jetzt nicht eintreten, dieser Dominoeffekt, der negative, der Dominoeffekt, aber einige sehr helle Köpfe wie Noel Rubini oder ein außerordentlicher Crash-Profiteur, Nassim Taleb, die haben das schon auf dem Schirm. Wir halten, unser Analyseteam hält es für sehr wahrscheinlich, bei ungefähr 60% plus, dass wir sogar eine Währungsreform bis 27 erleben werden, dass diese Systeme implodieren. Da muss man wirklich hellwach sein. Weil also gute Worte mit einer gewissen Gelassenheit ausgesprochen. Ich sag's mal zusammengefasst. Wir haben kein Einzelbankproblem. Wir haben ein Abwertungsproblem am Immobilienmarkt. Das schlägt durch auf die Banken. Wir haben ein Abwertungsproblem beim Anleihenmarkt aus bekannten Gründen. Und die Bankbilanzen sind nur noch kosmetisch. Wir haben keine Aussagekraft. Die Geldmenge explodiert förmlich. Ist in den ersten Schritten. Und man muss natürlich jetzt alles Denkbare machen. Das sieht man ja an der Panik. Ja? Man beruft über Nacht förmlich eine Krisensitzung ein bei der Fed. Die Regierenden der größten Nationen weltweit verbreiten Zuversicht. In Nanosekunden wird, es reicht ja nicht, dass die Schweizer Nationalbank die Credit Suisse rettet, das muss auch die Schweizer Bankgesellschaft eingeschaltet werden, für ein Apple und ein Ei wird das erworben. Das sind schon ernste Zeichen. Man tut so, und die Börse hat es nicht ganz verstanden, dass das eigentlich ein übersichtliches Risiko ist. Also die Credit Suisse war zu bescheuert.
Ja, genau. Und die drei in den USA waren auch ein bisschen bescheuert und das sind alles Ausnahmen. Aber dafür spricht halt nicht so vieles, weil der gesamte Wagniskapitalmarkt ist kaputt. Das ist auch so ein Billionenmarkt. Der Schrottanleihenmarkt ist kaputt. Wir sehen immer mehr Risiko. Es gibt 60 Länder, die bilanziell wirklich gefährdet sind. Ja, es sind 12 schon beim Internationalen Währungsfonds auf der P-Liste. Ja. Die Löhne schauen richtig schön fett ab. Es muss ja nicht alles eintreten, aber ich muss doch als also Asset-Management-orientierte Person, ich kann doch in so einem Umfeld nicht wie immer investieren, ohne eine gewisse Versicherung im Portfolio. Jetzt tut es ja jeder so. Also es tut ja jeder so und sagt, der Credit Suisse ist ein dummes Ding gewesen, aber wir machen weiter wie bisher. Bankaktien sind wieder ganz zu niedrig, sind nach dem Absturz nicht ins Bodenlose gefallen. Mhm. Wir haben die Krise gehabt 2008 durch die Infektion des Misstrauens. Keiner hat sich mehr irgendetwas kaufen getraut. Das Interbankengeschäft ist zusammengebrochen. Genau. Heute geht es ja noch, oder? Ja, na, dafür sind alle zwickt die Augen zu. Nein, das sind die Anzeichen etwas zu ernst. Also JP Morgan mit einem super Track sagt, wir haben schon längst den Punkt verlassen, in dem wir überhaupt über eine Rezession sprechen können. Die wirtschaftlichen und Geldflussmaschinen sind kurz vorm Abdrehen. Barclays sagt, die Angst und Panik im Schrottanleihenmarkt führt zu null Volumen, Emissionsvolumen. Nach dem Silicon Valley Bank Fiasko hat Barclays Capital eine Zeit lang seine gesamte Relevanz verloren. Der kanadische Housing-Markt bricht ein. Ähnliches in San Mateo. Ich meine, in Kalifornien, ich meine, ich bin jetzt nicht ein Genie, aber das sind schon periphere Schäden, ja, Tichy. Ja, die zu sehr zentralen. Ich glaube, das ist sehr zentraler. Ich sage das jetzt ironisch. Ja. Ich bin manchmal im Modus des Understatement, auch wenn ich wenn ich sage, dass das Potenzial unserer Finanzfachkräfte in der Regierung nicht gänzlich erschöpft ist nach oben, dann ist das vielleicht auch ein gewisses Understatement. Aha. Das heißt, wir stehen vor einer Krise wie 2008. Die hat sogar noch mehr Biss, wenn sie sich entfaltet. Und deswegen wird mit einer Brachialgewalt, wird jetzt für dieses Jahr, so, die Krise ist so ernst, dass alle Einlagen, inklusive Krypto, sehr funny, alle Einlagen, die in US-Banken sitzen, egal ob sie 2 Milliarden sind oder 250.000 Euro und 1 Cent drüber, dass sie jetzt versichert sind. An der Stelle muss ich nochmal nachhaken. So, und jetzt kommt die Frage, was tue ich jetzt? Ja? Mhm. Markus Krahl, über den wir schon gesprochen haben, sagt in meiner Sendung auf Hauptstadt TV und natürlich auf YouTube unter Tichys Einblick abrufbar, sagt, der Private braucht sich keine Sorgen machen, sein Sparbuch wird vom Staat garantiert. Ist das so? Das ist doch, ich finde das eine sehr couragierte Annahme. Mhm. Wenn man sich den US die Deposits anschaut, das sind 20 Billionen. Tja, das ist ja schön, wenn das alles abgesichert ist. Sowas war auch schon mal 1929 querbeet fast wertlos. Da gab es auch eine Federal Reserve Bank gegründet im Jahr 1913. Und wenn man sich die Einlagesicherungsfonds mal anschaut, auch in Deutschland, im Verhältnis zur Bilanzsumme und dem Bailout von Credit Suisse, dann sieht man, dass die Ratze, Patze, Putze leer wären, schon durch die Credit Suisse. Und kann man denn wirklich das tragen in Europa, dass man sagt, ja, wir bailen wieder mal alle Supervermögenden aus, und hier ihr Kleiner kriegt so ein bisschen Geld noch zugeschickt. Woher soll es denn kommen? Wenn es nur auf Knopfdruck passiert, weil man müsste ja die Steuerlast auf ungefähr 100% ziehen, um so einen Credit Crunch, so eine generelle Bankenpleite zu vermeiden. Über 100% müsste bei uns die Steuern ziehen, das würde nicht ausreichen. Das ist die Mathematik. Dann muss ich das Geld schaffen durch die Zentralbanken. Dadurch habe ich so viel Geld geschaffen, dass ich wahrscheinlich ein brutales weimaranisches Inflationsproblem bekommen könnte, ja.
Also Chaos produziert Chaos, wenn es nicht entschärft wird. Naja gut, aber da wiederholt sich ja Geschichte. Ist blöd, oder? Das sagt lustigerweise, ich hatte noch so alte Zitate analysiert, von 1858 vom Economist aus London, sagt, wir werden immer in unserem Leben gute und schlechte wirtschaftliche Entwicklungsphasen haben, gute und schlechte Börsenphasen. Aber die schlechten Börsenphasen beruhen immer auf zu viel Gier und zu billigem Geld. Mhm. Und das war 1858. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so vor ein paar Wochen gewesen. Aber natürlich, wir haben, eigentlich muss man sagen, historische Lernfähigkeit von null. Das ist wiederum ganz toll, weil wenn man das nicht hat, dann kann man außerordentlich von solchen Krisen profitieren. Nun hat ja der... Die New Monetary Theory, die neue Religion des Geldes, gesagt, mach dir keine Angst, kein Staat kann pleite gehen, verschulden kannst du dich, wie du willst. Ja? Das war noch vor einem Jahr oder so? Ja, das war noch präsent. Es war halt diese, es ist halt ein akademisch-intellektueller Kopfgeburt. Ich bin durchaus akademisch geprägt. Aber selbst Keynes, der diese monetäre Theorie entwickelt hatte, Sir John Maynard Keynes, der sagte, das kann man temporär einsetzen, aber doch nicht als Dauerlösung. Und wer heute noch das Wort in den Mund nimmt, sollte seinen akademischen Grad wohlmöglich verlieren, weil es ist eine Beschämung für die Lernkurve, so einen Blödsinn noch zu verzapfen. Und der wurde von uns, und ich glaube auch im Tisch ist Einblick oft genug, belächelt. Und jetzt haben wir die Suppe. Oh, die ist richtig, richtig dreckert und richtig klebrig. Jetzt lass uns mal zu den Lösungen kommen. Die erste ist, ja und jetzt, was mache ich? Also es gibt ja zwei Levels, einmal das Makroökonomische. Mhm. Wollen Sie da die Lösung hören oder wie der private? Makrolösung glaube ich nicht. Die gibt es, aber sie werden garantiert nicht passieren. Ach, sie werden sich schon irgendwie versuchen durchzuwursteln, aber immer vor dem Hintergrund, dass es nicht so einfach ist. Jede Krise ist ja eine grandiose Chance, was für ein Widerspruch. Oh, da bin ich Milliardär geworden. Jetzt durch sowas. Ja, aber auch wieder zurück, oder? Ja, das lag aber nicht an meinem Vermögensverfall. Das sicherlich nicht, ja. Also die Frage ist schlicht und ergreifend. So, jetzt bin ich der Zuschauer von Ihrem Kanal, von meinem Kanal. Und jetzt ist die Frage, so und jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich muss sicherlich Vorsicht walten lassen, das muss nicht alles eintreffen, aber ich kann nachher, wenn es wirklich eine durchschlägige Krise gibt, nicht mehr reagieren. Ich muss jetzt schon zum Ausgang schauen und mir den Platz in der Schlange reservieren. Also das heißt, okay. Also ich möchte nicht in der ersten Reihe, sondern in der letzten, weil da ist die Tür dahinter. Ja, genau. Und ich bin schon im Flur. Okay? Ich bin im Flur und gucke dann wieder rein. Ja? Richtig. Aber wie meint es? Also natürlich kein Umlaufvermögen, kein Girogeld, kein Termingeld, eine Bank, die eine super Bilanz hat oder so gigantisch ist, dass sie nicht pleite gelassen wird. Das heißt, Geldmarktfonds ist doch super, alle machen sich den Kopf. Ich liege entspannt mit einem Fixed-Income-Portfolio nahezu risikolos, aktuell 6-7%. Das ist doch in Ordnung bei so einer Inflationsgröße. Und die Inflation wird fallen, weil dieser Banking-Crunch, weil diese Instabilität letztlich immer zu einer fallenden Inflation geführt hat. Ja, das ist erstmal, also ich kann auch festverzinsliche nehmen, mir holen, die relativ attraktiv sind, kurzfristig. Das andere ist, ich meine, wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich mal überlegen, ob nicht diese Zahlungsmittel Gold, Silber ist in einem interessanten Fall, wie diese Bankenpleiten bekannt sind, ist Silber an dem Tag um 4,3-4,7% gestiegen. Mhm. Ich bin kein großer Fan von Krypto, Dollar oder Euro. Ich bin ziemlich gut gestimmt generell auf Kryptos zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben ja einen gemeinsamen guten Bekannten, der sich seit einem halben Jahrzehnt gar nicht mehr in Fiat-Währung zahlen lässt, sondern in Kaiser Wilhelm, Goldmünzen.
Das ist dritte, der Geheimtipp, die Kaiser Wilhelm Münze. Ja, genau. Und das dritte, was ich natürlich sage, da stehe ich ja, das symbolisiere ich ja förmlich seit Jahrzehnten. Total Return, das heißt, die Krisen treten dreimal schneller ein als die Gesundungsphasen, diese schönen Hossephasen an den Märkten. Das heißt, wir spekulieren oder investieren auf fallende Werte. Ich möchte den Short abverkaufen. Und auf der anderen Seite habe ich Qualität. Und von der Marge, dann tangiert man dich auch. Die Börsengewinn tangiert mich nicht. Und Immobilien? Der klassische Notausgang, Betongold? Bitte nicht in einer Region, die schon 8 Enteignungen hat seit 1800 und die letzte Währungsreform hat sich gebissen. 48, 1953, nicht, wenn man über Sondervermögen spricht, wenn überhaupt, dann nur mit einem absoluten Vermögensschutz, der garantiert aber auch nichts, ist doch klar, dass ich das erst, man flüchtet, man sucht Sicherheit in solchen Zeiten und sagt, das habe ich im Beton, nein, das stimmt nicht, ich bin jetzt nicht mehr mobil und ich bin eine niedrig hängende Frucht. Und jetzt haben wir diese Öko-Ideen, ja, der Wärmepumpen, dann haben wir auch noch Sanierung, Styropor, so ja, dick. Und dann diese, warum soll in einer Mieternation 64% Mieten in Deutschland, warum soll denn der Mieter die Grundsteuer des Eigentümers zahlen? Also diese Umlage kippt meines Erachtens auch noch. Du musst deine Immobilie ein zweites Mal kaufen. Eigentlich schon, ja. Und das kennen wir auch aus der Währungsreform, weil die Vermögen wurden natürlich reduziert, aber die Schulden nicht proportional. Und diese Erfahrung wird man, wenn man nicht wach ist, nochmal machen. Also Habeck guckt schon auf Omas kleinen Häuschen. Auf die kleineren, mittleren und größeren, weil wir mit der höchsten Steuerlast in der EU, der zweithöchsten Körperschaftssteuer in der EU und Weltmeister, Vizemeister, Weltmeister, das reicht halt nicht. Jetzt müssen wir uns die Vermögen holen. Und das ist doch... Das heißt, du musst eigentlich dein Vermögen Habeck-fest irgendwo hinbringen. Das ist ein neuer Begriff, hätte ich dir gefällt mir, genau. Ampelfest, ja. Ampelfest, genau. Also Vermögen Ampelfest. Darüber werden wir noch mal sprechen müssen für dich. Gut. Ich freue mich sehr, Herr Tichy, dass ich die Gelegenheit hatte, von Ihnen gequizt zu werden. Und da freuen sich auch unsere YouTube Abonnenten, schaut euch mal bitte der Tichys Einblick oder Tichy auf YouTube an. Wenn ich im Frankfurter Bahnhof bin, irgendwo, dann kaufe ich mir das auch die Zeitung immer wieder. Da ist eine gute, saugute Informationsdichte und keine Propagandadichte drin und keine Ideologiedichte. Hat mir Freude gemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir werden schauen, ob Sie recht haben. Oder es ist so Wahrscheinlichkeit, Tichy. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.